Es ist der Auftakt zur Mission Cheftrainer werden. Dass er das gerne werden möchte, daraus macht Harry Gemperle keinen Hehl. Und er hat Ibe auch nicht nur einfach übernommen, er hat Ibe taktisch etwas umgebaut und das Zentrum verstärkt. Geitz spielt Scheibenwischer vor der Abwehr, Bertone rückt ins Vierer-Mittelfeld vor und González spielt von Anfang an. Mehr Kraft nach vorne, mehr Gewicht im Zentrum, das die Hoffnung und das zunächst mal die Realität. Sutter mit der viel zu kurzen Rückgabe beinahe. Wäre da Rojas noch an den Ball gekommen. Anders als in den Spielen zuvor weiß Ibe diesen Patzer aber wegzustecken. Tatsächlich haben die Stadtberner im Zentrum Vorteile und sie haben Außenverteidiger, die sich immer wieder nach vorne einschalten. Das ist Letziaks Geburtstagskind heute, 25-jährig wird er, der legt sich einfach mal hin. Ganz geschickt gemacht, denn faul war es meiner Meinung nach nicht. Aber es gibt Freistoß für die Berner. Bertone, Vilotic, 1:0 für den WSC Young Boys. Ausgerechnet Vilotic, einer der Ausfälle in Monaco, macht hier das 1:0. Der Ball war in vollem Umfang hinter der Linie hier gut zu erkennen. Die Führung für Ibe nach 14 Minuten passt Gemperle natürlich bestens ins Logbuch seiner Mission. Ibe ist vor allem auf den Außenpositionen besser. Letziaks über links und Sutter über rechts gehen weite Wege. Das ist super. In der Mitte, Nuzzolo, haut auf! Wenn der den Ball trifft, 23. Minute. Die Thuner reagieren lange Zeit äußerst verhalten. Ibe ist zu spielbestimmend. Gleichwohl tun sich dann und wann Löcher auf. Ferreira im Sprint mit von Bergen und los geht's in die Diskussion, Elfer oder nicht. Schiedsrichter Klossner zeigt Ferreira gelb, Schwalbe. Und wir pflichten ihm nach Konsultation der Slow Motion bei. Eine Berührung allein ist noch kein Verdikt. Ferreira lässt sich fallen, was Ciriakos Sforza zurück auf Betriebstemperatur dann irgendwann mal auch einsehen wird. Vorerst aber ist der Assistent sein intensivster Gesprächspartner. Die Szene im Strafraum zeigt Wirkung. Thun wird stärker, Ibe taumelt in altes Fahrwasser zurück. Plötzlich steht man wieder weit weg vom Gegenspieler, plötzlich lässt man den Gegner gewähren. Ferreira, Simone Rapp, der Ausgleich, 1:1. Von Challenge League Verein Wohlen gekommen, markiert der seinen zweiten Saisontreffer. Und Mvogo, der bis dahin äußerst sicher agierte, steht weit vor dem Tor und sieht drum nicht wirklich gut aus. 39 Minuten sind gespielt, 1:1. Die Welt für Ciriakos Sforza sieht wieder etwas besser aus. Aber es ist noch nicht Pause. Aufgepasst, jetzt geht's erst richtig rund. Geitz möchte kurz vor dem Tee noch einen Freistoß ausführen, doch es bricht Hektik aus. Und als Assistent Sandro Pozzi plötzlich wie von der Tarantel gestochen aufs Feld sprintet, ist jedermann klar, jetzt wird's bunt. Und tatsächlich. Rot für Guillaume Moirot, gelb für Schindelholz. Und zwar deswegen. Moirot hämmert dem Thuner die Faust an den Hals. Eine Tätigkeit, unnötig und saudumm zugleich. Zum dritten Mal in dieser Saison muss ein Berner vorzeitig vom Feld. Ach ja, und Freistoß gibt's ja auch noch. Waro fehlt dennoch. Der Ball geht ins Tor. Auch ohne Waro. Direkt verwandelt Geitsch mit einem Freistoß. 2:1 in der Nachspielzeit. Was für eine Schlussphase. Man könnte hier über passives Offside von Nuzzolo diskutieren. So richtig irritiert wird Fever aber von Simone Rapp, der den Ball ins eigene Tor ablenkt. Unhaltbar für Fever. 2:1 für Ibe, alle sind sie zufrieden, also fast alle. Bei Freddy Bickel raucht der Dachstock noch immer, der kann sich kaum beruhigen. Zweite Halbzeit, Thun verstärkt gegen dezimierte Berner den Druck. Schindelholz, der schaut und hämmert, Rums, was für ein Hammer, einfach so, volles Rohr an den Pfosten. Es ist aber nicht der Beginn einer erwarteten Druckphase der Thuner. Im Gegenteil, die Thuner wirken sehr statisch, einfalls- und ideenlos. Und das wiederum bietet Ibe die Chance für die Entscheidung. Dezimiert, Letziaks wieder an den Pfosten. Ibe spielt das mittlerweile ganz geschickt und schubst die blassen Thuner ins Tal der Ratlosigkeit. Thun ist nicht nur ratlos, Thun verteilt auch Geschenke. Hier, Zakaria dazwischen. Gerade mal 20-jährig, für Geitsch gekommen, auf und davon, 4:2. Zakaria, Nuzzolo, Tabakovic, 3:1. 84. Minute, es ist die Entscheidung in diesem Derby. Für den Grenzner Tabakovic ist es das erste Super League-Tor und für Thun die Gewissheit, dass es heute keine Punkte geben wird.
Wir haben von den drei Goals, die wir rüberkommen, drei Gegentreffer, tun wir davon zwei schenken. Ja. Ein 2-1 kurz vor der Pause, finde ich, es ist nicht nötig. Vor allem die Entstieg ist nicht nötig. Auch beim ersten Goal der Freistoß oder ein unnötiger Freistoß. Aber es gehört zum Fußball. Und der dritte Goal, ich meine, so ein Ballverlust in der Mitte ist tödlich. Ibe hätte sogar noch höher gewinnen können. Wieder Nuzzolo, wieder Tabakovic und wieder scheppert es nach getroffenem Aluminium. Die Mission Cheftrainer werden hat Harald Gemperle erfolgreich gestartet. Vieles ist heute gut bei Ibe, fast alles ist besser als bisher. Den Stadtbernern ist eine Reaktion gelungen, ob es ein Befreiungsschlag ist, das wird sich erst weisen. Ibe tun, 3-1.